Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15 Comrades. So, wir werden uns jetzt um eine weitere Trophäe kümmern. Nämlich bei diesem Auftrag hier, Gefolgschaft Aufbruch nach Hammerhead, müssen wir es schaffen, dass wir jeden der vier möglichen Charaktere wenigstens einmal hier gesteuert haben und mit ihm die Mission beendet haben. Ich bin gespannt. So, ach, das kann man sogar auch online machen. Ach, ich kann ihn mir... Ah, ups. Okay, das wusste ich nicht, dass man sich den Charakter sogar aussuchen kann. Ich dachte, das wird immer zufällig entschieden. Alles klar. Ja, dann? Dann ist es ja easy. Ne? Verstanden. Wir fangen erstmal mit Noctis an. Und dann arbeiten wir uns schön weiter runter. Also, ich dachte, viel Glück. Ich habe wirklich gedacht, dass... Jesus Christ. War das laut. Oh, habe ich mich erschreckt. Oh, ich dachte wirklich, dass bei diesem Auftrag immer der Zufall entscheidet, welchen Charakter man spielt. Warum auch immer man sich dafür hätte entscheiden sollen, aber das war jetzt mein Gedanke, ehrlich gesagt. Ja, so kann man sich mal wieder täuschen, aber im Positiven. In dem Falle bin ich froh, dass ich mich getäuscht habe, ne? Ist ja deutlich besser so. Besser, dass ich den Charakter bestimmen kann, anstatt dass, naja, ne, ich darüber keine Kontrolle habe und dann immer wieder die Mission neu starten muss, wenn ich wieder einen doppelt habe und das, ah, nee. Lieber nicht, lieber nicht. So, Ladezeit braucht ein bisschen, jetzt aber ist der Balken voll. Ah, okay. Drinnen in Tuckers Boxenstopp kannst du Konserven finden. Mit Konserven und anderen Zutaten kannst du dich von einer Kampfunfähigkeit erholen. Wähle die Option zum Aufbrechen am Haupttor. Mehr ist jetzt aber hier erstmal nicht drin, oder? Hallo? Wo am Haupttor? Soll ich aufbrechen? Huch. Ah, darauf musste ich warten, dass die anderen drei dazukommen, die Jungs. Okay, aufbrechen. Muss ich mich dann tatsächlich noch einmal durch Insomnia kämpfen? Was doch im Prinzip genau das gleiche ist wie, bereits das, was im Hauptspiel getan worden ist. Wenn es jetzt tatsächlich einfach nur 1:1 das gleiche aus dem Hauptspiel ist, dann finde ich das doch ziemlich einfallslos. Ne, wenn schon so eine Mission noch einmal extra hier reingefügt worden ist, möchte man doch meinen, dass die dann etwas Besonderes für einen im Petto haben. Ne? Werden wir ja sehen, was die Mission uns bieten wird. Und ich hoffe, es ist da ein bisschen was Neues bei. Das wäre ganz gut. Okay. Folge Umbra. Okay. Bewegung. Ja, ja, komm schon. Heute noch, wenn es geht. Manches ändert sich. Eieieiei, ein Sicherspawner ist erschienen, ja. Okay. Ja, also tatsächlich. Man spielt hier quasi den Weg nach Insomnia. Sehr interessant. Finde ich gut. Erstmal die Sicherspawner wegmachen. So. Das sollte ja tatsächlich noch machbar sein. Bin ich vor allen Dingen dann auch gespannt, wie schnell diese Mission vorbeigehen wird. So. Fertig. Weggenatzt. So. Immer weiter Umbra folgen erst einmal. Eieieiei. Nekromanten. Uiuiui.
selbst ist es noch einigermaßen unspektakulär. Jetzt hat es nur Ignis mit dem Versteinerungsstrahl erwischt. Ist ja nicht schlimm. Oh je. Anspruchsvoller als ich dachte, aber das schaffen wir noch. Komm schon, komm schon. Jawohl. Jetzt nur noch der Nekromant. Ah. Und in dem Moment werde ich wieder versteinert. Ist Prompto gerade durch meine Statuenbeine gerutscht? Das sah ja ulkig aus. Oh je. Sicher Spawner, immer vorsichtig mit so etwas. Ah, geht. So. Ach du liebe Zeit. Okay. Oh, deine Aufgabe scheitert, wenn die LP des Schutzobjekts auf Null fallen. Warum? Warum kommt jetzt noch ein Truck dazu? Hä? Ich dachte, wir gehen den Weg zu Fuß. Talcott, ach du liebe Zeit, Junge. Mach doch keinen Blödsinn. Ah, sich so direkt an die Front zu begeben. Respekt, Junge, das muss ich dir lassen, aber uff. Okay, noch kein Gegner weit und breit. Und jetzt, wo ich es gesagt habe, ja. Das war so klar. Jawohl. Das Schwert, das ich ausgerüstet habe, das ist irgendwie gegen fast alle Gegner gut. Ja. So. Klappt das Blocken? Ich bin mir noch nicht einmal sicher. Ich denke mal, ich hätte deutlich mehr Damage bekommen. Ach, Leute. Komm schon. Oh je. Jetzt wünsche ich mir ehrlich gesagt so ein kleines bisschen schnell die Stadtgrenzen herbei. Obwohl, sehe ich da hinten schon die Brücke, die in die Richtung führt? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Da hinten müsste dann schon die erste Straßensperre sein. Ja, ja, wir sind gleich da. Sehr gut. Wir sind gleich da. Okay, jetzt erstmal den Naga. Oh, Scheiße. Na, komm. Okay. Oi. Komm schon, raus aus deiner Versteinerung, Nock. Danke. Ah, ich
versuche jedes Mal L2 und Viereck zu drücken, aber dann vergesse ich, dass das nicht so gut funktioniert. Ich bleibe lieber erstmal bei den normalen Angriffen. Dreieck sorgt nur dafür, dass das Chat-Wörterbuch erscheint. Vor allen Dingen L2 und Viereck drücke ich auch gerne, aber dann merke ich, oh Mist, hier gibt's ja... hier habe ich ja jetzt keine Magie ausgerüstet. Ist ja Unsinn. Puh. Gott, danke schön. Wäre schön, wenn du mir auch vor meiner Versteinerung etwas anderes als deinen Kopf gezeigt hättest, Spiel. Wäre ganz nett. Yes! Hat's geklappt? Ich dachte, jetzt würde ich eigentlich Warp-Combo machen können. Scheinbar nicht. Schlecht. So. Huch. Ach du Scheiße. Oh. Den zweiten habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Oh Gott. Ja, das kommt davon, wenn man weniger auf seine Umgebung achtet und auch etwas weniger auf die Anzeige von der Quest rechts am Bildschirm. Da steht ja der Name der Mission und was davon ich schon alles erfüllt habe. Hätte ich mal dahin geguckt, dann hätte ich dir auf einen Schlag gesehen, dass hier zwei sein müssen. Oder ein zweiter noch hier ist. Mist. Komm schon. Wir haben sie gleich, die Schlange. Komm schon. Na? Jawohl! Oh, war es das schon? Ist eine Weile her, seit wir zu viert gekämpft haben. Weckt einige Erinnerungen. Ich sag euch, uns vier kann nichts mehr aufhalten. Okay. Du hörst Magitech-Motoren. Oh je, ist doch noch nicht vorbei. Ich habe scheinbar nur die erste Passage geschafft, aber jetzt kommt noch mal was. Dreck. Und ich habe mich schon gefreut, dass ich fertig wäre. Aha. Verteidige die Meldatio-Front. Die Aufgabe scheitert, wenn die LP des Schutzobjekts auf Null fallen. Na toll. Wisst ihr alle, was ihr zu tun habt? Selbstverständlich. Jetzt zeigen wir, was Teamwork heißt. Und tschüss! Was? Ach so, what the... Was war das denn jetzt? Scheiße. Och komm, Nock, jetzt tripp wenigstens mit deinen Angriffen. Geil. Ja, immer den falschen Gegner anvisiert, der Nock. Verdammt nochmal. Komm schon. So. Schon. Okay. Oh je. Und schon. Mist. Ah, aber wenigstens wurde einer detonisiert. Zumindest einigermaßen. Das erledige ich. Das war's dann wohl. Okay.
War das schon? Nein, natürlich nicht. Na komm ruhig! So. Alright. Ah, ich dachte zuerst, da wäre eine Stufe 9 Mahlzeit. Wuff. Jawohl. Reicht das jetzt nicht auch langsam an Angriffen auf dieses kleine Häuschen hier? Als ob ihr das alle wirklich haben wollt. Als ob das so ein wichtiger Sicherstützpunkt für euch wäre. So. Erledigt. Sehr gut. Ah, lieber die da hinten, da unten. Ah, komm schon. Oh. Hi. Endgegner erschienen. Uiuiuiui. Okay, auf ihn mit Gebrüll. Kriegen wir den einen Mech vielleicht weg, bevor der andere dazu stößt. Ah, eher nicht. Schade. Kleine umgewandelte Panzer. Übrigens, für die Kamera kann ich immer noch nicht. Das macht das Spiel von alleine. Okay. Wow. Okay. Kümmern wir uns um den nächsten kleinen Mech. Ich hoffe echt, die Mission ist danach vorbei, ehrlich gesagt. Na toll. Oh. Yes. Ah, scheiße. Ich dachte, es würde wieder für den Warp-Angriff reichen. Nicht ganz, leider. Komm schon. So. Komm mal ruhig her. Du Kabelsalat. Ja, der Schild ist sogar auch gut gegen den Gegner. Wunderbar. Hilfe, Leute. Leute. Achso. Hm.
Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das noch. Auch alles an Magie, was... ja. Ich habe gehofft, dass man mit Noctis eben ein bisschen mehr Magie einsetzen kann als nur Heilmagie. Ich hatte gehofft, Feuer, Eisra, Blitzra hätte er wenigstens. Nope. Pardon, kurze Unterbrechung. Machen wir erstmal weiter. Volle Konzentration. Scheiße. Komm schon, bitte. Danke. Sehr gut. Nice. Oh, das hat nochmal ordentlich. Ah, stimmt, das da oben. Ja, ja. Ich erinnere mich. Das müssen wir doch auch noch abmachen. Nice. Das hat auch noch einmal Bonus-Damage gegeben. Ach. Wie lange ich jetzt gebraucht habe, bis mir das wieder eingefallen ist. Unfassbar. So. Komm schon. Wir machen das jetzt. Der scheint uns ja jetzt schön angreifen zu lassen für sehr, sehr lange Zeit. Das ist die Gelegenheit. Nice. Okay. Dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Wow. Begib dich zum Hügel von Insomnia. Okay. Ah ja, Folge Umbra. Okay, also die Mission geht doch noch ein kleines bisschen weiter. Ja, wenn er sich mal bewegen würde, dann würde ich ihm auch folgen. Talcott wollte eigentlich auch mitkommen. Aus dem Kleinen ist ein richtiger Jäger geworden. Ich kann trotzdem nicht anders, als ihn noch wie ein Kind zu umsorgen. Schön, dass das ihm was geworden ist. Jared wäre stolz auf ihn. Na komm ruhig! Das ist ja mal eine nice Feuerkraft. Geil! Ja, los, abfeuern. Nice. Geil. Läuft richtig gut. Was haben wir jetzt hier? Hallo, feuern bitte. Hä? War die Waffe noch nicht voll aufgeladen oder was? Muss sie sich immer wieder erneut aufladen? So, okay. Hier sind die Gegner schon mal ein kleines bisschen... Oh, scheiße. Hätte ich da mal geblockt. Das hätte so eine schöne Chance werden können. Hilfe! Versteinerter Noctis braucht Hilfe! Danke. Wow. Das war gut. Scheinbar. Uiuiui. Und ich dachte, ich hab's jetzt nur mit lahmarschigen und leicht zu besiegenden Soldaten von Niflheim zu tun. Von wegen. Kommt nochmal so ein Dämonenwall angetanzt. Habe gerade ehrlich gesagt gehofft, dass das der Endgegner von dieser Partie ist, aber na, das wäre sonst angezeigt worden, oder?
Auch wenn sich so ein Dämonenball schon gut dafür eignen würde. Wow. Chill, Mistvieh. Jungs. Danke. Jetzt komm schon. Du abstrakte moderne Kunst. Okay. Er ist doch schon so gut wie down, Leute. Das gibt's doch nicht. Ah. Oh je. Ja. Denn genau das habe ich mir gedacht. Oh. Er ist stehen geblieben? Okay. Ach nee, hätte ich jetzt etwa die ganze Zeit über einfach nur an ihm vorbeilaufen können, oder was? Ich dachte, jetzt verschwindet die Wand. Na toll. Hallo, Noctis? Leute, erstmal Noctis helfen hier bitte. Danke. So. Puh. Sieht gut aus. Auch wenn der Questmarker mich immer noch in dem letzten Gebiet rumstöbern lassen will. Nein, danke. So. Okay. Das waren hier alle 4 von 4. Jetzt haben wir noch ein paar Ronin. Da hinten ist schon die Plattform. Ich nehme mal an, dort kommt dann der Endboss. Ronin sind leicht. Theoretisch. Und in der nächsten Sekunde macht er einen One-Hit-KO. Hab ich jetzt gedacht. So. Uiuiuiui, was war das denn jetzt für ein schöner Kombi-Angriff? Super, Leute. Okay. Oh. Ein Behemoth ist der Endgegner hier. Eieiei. Na, das wird witzig. Aber machbar. Die haben ja jetzt Königswaffen voll aufgeladen. Können wir voll an ihm auslassen. So. Scheiße. Jetzt habe ich nicht nur das Blocken nicht geschafft, ich habe auch noch... Upsala. Oh ja, da meldet sich der Wecker. Schön. Schöne Sache. Haben wir den Auftrag gleich mit Noctis einmal durchgespielt. Hilfe. Ach du Sch... Oh. Ja. Oh Mann. Die anderen mich aber auch jetzt nicht wiederbelebt haben. Die sind da teilweise ein bisschen langsamer als meine KI-Partner aus den normalen Missionen. Also aus den Comrades-Online-Missionen. Selbst da schafft es meine KI-Partner schneller mit dem Wiederbeleben. Viel, viel schneller. Come on.
kein einziges Mal jetzt in der Lage war, einen seiner Angriffe abzuwehren. Grenzt doch schon fast an Unverschämtheit. Alter, Kamera! Was soll die Scheiße? Jetzt hatte ich wieder nichts gesehen. Wirklich die ganze Zeit nur Behemoth und an Umgebung in der Fresse. Wie soll ich denn da kämpfen? Mein Gott, Spiel, ey. Manchmal sind die Kampfbedingungen hier aber auch echt beschissen. Und der Behemoth, der möchte auch an einer Stelle oder in einer Ecke kämpfen, die gerade maximal ungünstig ist. Hilfe! Irgendeiner bitte, danke. Oh, er ist gerade mal zu einem Drittel down. Und wir sind alle jetzt gerade schon ein kleines bisschen angeknackt. Aua. Okay, danke. Wer auch immer mich geheilt hat. Eieieiei. Kommt schon, Jungs. Kann mich mal bitte einer... Ja, danke. Ey. Oh. Die haben aber auch irgendwie gar keinen Bock, mich wieder zu beleben, ne? Den guten Noctis, ihren König und Freund. Ich meine ja nur, müsst ihr nicht. Ach Gott. Wow, irgendwas habe ich zertrümmert, ich weiß nicht was, weil die Kamera wieder gar keinen Bock hat, meine Güte. Als ob die einen epileptischen Anfall auslösen möchte, so verhält sich die Kamera gerade. Unfassbar einfach nur. Guck dir das an, ey. Da ist doch nichts, wirklich gar nichts an Koordination. Einfach nur, oh, scheißegal. Der Behemoth, der will da auch nicht aus der Ecke raus, ne? Der mag das dort. Findet er geil, dass ich nicht sehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Au. Sorry, Leute. Könnt ihr mir bitte nochmal helfen? Ignis vielleicht. Oder Gladio, ist mir egal wer. Danke. Was jetzt? Kontern? Oh. Da habe ich jetzt erwartet, dass ich ihm den Schweif zertrümmere oder so etwas in der Art. Nein, nicht dergleichen. Das war wieder nicht erfolgreich abgewehrt. Ach. Unfassbar. Okay. Jetzt aber, komm. Das bisschen kriegen wir doch hoffentlich noch hin, oder? Bitte, Leute. Also, Prompto, Gladio, Ignis. Danke. Hä? Was zur Hölle? Wieso war jetzt gerade tiefster Nebel und Schneesturm und einen Meter weiter ist gar nicht? Wie soll das denn funktionieren? Komm schon, wir kriegen das noch hin, Bams! Oh. Jawoll! Aufgabe abgeschlossen. Geil. Immer noch drauf, Leute.
Okay. Als wärst du ein Mit-50er. Ja, genießen wir erstmal unsere 30er. Wohl wahr. Jo. Oh, war zwischendurch knapp, aber wir haben es hingekriegt. Zwischendurch hatte ich auch einen leichten Hänger, gebe ich zu. Gebe ich gerne zu. Oh, guckt euch das mal an, Alter. Was Schaden anging, da, fast 1 Million erreicht. Der zweite war Gladiolus mit 275.000 gerade mal. Alter Vater. Ja, mit Noctis können wir richtig reinhauen, ne? Man merkt's. Super. Damit hätten wir den Auftrag jetzt schon mal als Noct abgeschlossen. Wie gesagt, mein Wecker hat sich jetzt bereits gemeldet. Dementsprechend werde ich den Part an dieser Stelle bereits beenden und dann werden wir den Auftrag in den nächsten Parts mit den anderen Charakteren machen. Das gibt ja auch noch einmal anderes Gameplay, auf das ich sehr gespannt bin. Oh, okay. Lasagna al forno. Aber das ist doch jetzt das Level von, hier, von Noct, oder nicht? Braunschwung Noctis, Angesicht Noctis, Haarkatalog Noctis, Fluchklauen. Ah, wieder ein paar davon. Offensivzauber Eisgar, sehr gut. Antike Münze, Finalboost. Erhöht die Stärke von Finalangriffen um 30%, okay. Magieverstärker, imperiale Axt, okay. Reflexverstärker, Wächterbaustein, imperiale Klingen. Geil, dass wir sogar noch so viele Waffen hier gekriegt haben. Das ist ja mega. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also mit anderen Worten, diesen Auftrag überhaupt zu machen, das lohnt sich schon. Ne? Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass all dieses Zeug in das Inventar von meinem Königsgläven-Charakter einfließen wird. Ne? Will ich jetzt mal schwer hoffen. Okay. Ja, aber ist ein netter Auftrag auf jeden Fall, ne? Da sieht man sozusagen, was auf dem Weg zwischen Hammerhead und ins... Mussten sie sich natürlich auch ein bisschen durchkämpfen, ist durchaus verständlich. Und danach haben sie sich halt, als sie sich durchgekämpft haben, nochmal gemütlich gemacht, haben dort nochmal gezeltet, ne? Schön was gegessen zum letzten Mal gemeinsam. Und dann ging es ab nach Insomnia. Okay. Gut, ich habe wirklich befürchtet, dass dieser Auftrag wieder das gleiche sein wird, was wir schon im Hauptspiel gesehen haben. Ohne neuen Aufguss. Aber zum Glück hat sich das nicht bestätigt. So ist es schön. Ne? Wie sie es gemacht haben. Jetzt fehlen dann halt nur noch die anderen drei Charaktere. Okay, Leute, ich würde dann an dieser Stelle für heute erstmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.